Dieser Award ist nochmal eine tolle Auszeichnung dafür, dass unsere großartige Arbeit von den Kollegen und Kolleginnen auch außerhalb der Sana-Welt positiv wahrgenommen wird. Erst recht oder vor allem wegen den gemeinsamen Anstrengungen der letzten beiden Jahre. Was unsere Unternehmenskultur prägt, ist die hohe interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen auf Augenhöhe. Wir unterstützen uns gegenseitig, gehen miteinander, aber vor allem auch mit unseren Patienten verantwortungsvoll um. Und was hier, glaube ich, nochmal am Standort den Team Spirit hervorhebt, ist, dass wir viele Mitarbeiter haben aus vielen Nationen mit unterschiedlichen Kulturen. Und wenn die alltäglich aufeinanderstoßen, ist das einfach großartig. Es ist in den ersten beiden Wellen vor allem eine unglaublich positive Dynamik entstanden. Ein Solidaritätsgefühl, ein Wir-Gefühl. Es sind viele Pflegenden auf mich zugekommen und haben gesagt, Frau Schmalia, wir möchten unglaublich gerne Covid-kranke Patienten versorgen. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Was ich aber auch denke, ist, dass wir hier in unserer Klinik immer ein Sicherheitsgefühl hatten, also im positiven Sinne, weil wir halt auch wussten, dass die Sana-Kliniken im Background sind oder die Sana-Strukturen. Ja? Damit meine ich zum Beispiel das Thema Schutzausrüstung, Einkauf etc. Auch das hat unseren Mitarbeitern hier im Haus nochmal eine Sicherheit gegeben. Die Vielfalt der Menschen, der wertschätzende Umgang der Menschen untereinander, dass Pflegende und Ärzte hier gemeinsam eine gute Patientenversorgung gewährleisten und sicherstellen. Ich persönlich kann für mich sagen, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe, weil ich weiß, dass hier tolle Menschen auf mich warten. Und insgesamt bin ich super stolz drauf, die tollste Berufsgruppe, nämlich die der Pflegenden, zu leiten und bin ungemein stolz drauf, bei der Sana zu arbeiten.